Und recht schönen guten Tag hier zu einer weiteren Folge FIFA 16 Karriere bei Borussia Mönchengladbach. Ja, und herzlich willkommen, meine Freunde. Komischerweise haben die Bayern keine Adresse. Was ist das denn? Och, guck mal. Dahut. Dahut ist weiterhin ein Borussia Mönchengladbach. Wunderschön. Och, wir spielen Kaiserslautern. Das fetzt ja mal. Nett. Dass wir gegen Kaiserslautern spielen. Trainingsverletzung, wer ist denn jetzt weg? André Hahn, ey, ihr wollt mich doch ficken, oder? Jetzt mal im Ernst. Der fällt, egal was du machst, der fällt immer aus. Was hat denn der? Der hat zwei, drei Spiele jetzt gemacht, weißt du, und der fällt schon wieder aus. Das kann doch nicht sein. Der ist so lange, fällt er aus. Ey, verletzte unglückliche Diagnose. 5 Wochen ausfallen. Mittelfußfraktur auch noch. Ich verstehe es nicht. Wie der war jetzt. Ey, wir spielen jetzt in der zweiten Season. Der war bestimmt schon mindestens 10 Mal verletzt. Voll, wie schafft er das? Mittelfußfraktur. Da muss das immer voller Wucht gegen den Pfosten geschlagen haben. Guck's dir mal an. Dominis Sabitzer. Der wusste bekloppt, ey. Verletzung oder Überverletzung. Junge, Junge, Junge. Haben wir noch Ersatz? Los, gut dafür. Raphael muss mal dafür eine Pause machen. Adahut darf spielen. Brandenburger. Brandenburger sind irgendwie so ein Standard bei uns, finde ich. Kaiser fand ich da gut, aber ich glaube, Hermann werden wir mal lieber spielen lassen. Sonst fühlt er sich noch. Und wieder rumgeheult. Wo? Na, dann den. Mach mal Johnson eine Pause. Haben wir überhaupt noch jemanden ab der? Ja, Norbert. Der ist der Ähnlichste. Und mal Hector. Wie ist er? Hector Ne, und Hector ist in links. Kansa. Kansa. Also. Das ist 20 Jahre schon. Na, dann nicht. dann macht mal Nordweit Stranzelersatz. Ja, perfekt. Zieh durch, der kann das. So, wir spielen gegen Kaiserslautern. Gegen Kaiserslautern spielen wir. Max da. Wer hätte das gedacht, gegen Kaiserslautern zu spielen? Diese Betonung Kaiserslautern. Gefällt mir. Ja. Können die jemanden grüßen? Hallo. Musst du mal sagen. Müller, wie geht's dir? Musst du mal sagen. Lange nicht mehr gesehen. Und wir spielen im Stadion Europa. Europa. Ja. Das war schon mal ein genialer Anstoß. Aber hätte das gedacht, dass wir in der ersten Liga gegen Kaiserslautern mal spielen? Adrian E. Ramos, das völlig blanco Drimmitsch. 1 zu 0. Schnell geht es hier in Kaiserslautern. Ganz schnell. Und Drimmitsch ist sauer. Der will kein Tor reinschießen. Finde ich nice. Aber schön gesehen und Drimmitsch schaut den rein. Keine Chance für den Keeper. Also wer hätte es gedacht, zweite Minute führt einfach mal 1 zu 0 Borussia Mönchengladbach. Wer hätte das erwartet? Tja, Chris, da haben wir wohl ein kleines Problemchen. Ja, wollte ich auch mal sagen. Könnt ihr mal in den Kanal reinschauen? Chris German. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Chris German. Und da 74. war. Was? 74 Euro war das. 74, glaube ich, ja. So hieß doch sein Kanal. Wir gucken die Videos. Ansonsten schreib einfach in die Kommentare, dann wissen wir es. Ja, schreibt mal, verewigt dich hier in die Kommentare. Weil ich werde mal in deine Kommentare schreiben, dass wir die Kaiserslautern gespielt haben. Und dann musst du ja dieses wunderschöne Video dir angeguckt haben. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen Kaiserslautern hier für dich vertreten. So, Schulze. Ah, die Bänke sind hier. Die sind irgendwie so intensiv. Gerade bei so einem Traditionsverein, bei FIFA. Erstaunlich eigentlich, dass sie das reingemacht haben, dass sie so viel haben. Der Hut auf. Arnold. Der will auch nicht wohin. Und doch am. Alter, passt Arnold. Löwe. Jensen. Klich.
Ja, eigentlich unser Ball schon dreimal gewesen, aber dreimal auch verloren von Rumic. Der Torschütze zum 1:0. Und jetzt sind wir mal gespannt. Da läuft jemand, der heißt Wendt. Der will mal in die Offensive. Ramos in der Mitte als einziger auch. Wendt legt sich. Ey, der hat mich da gefault. Jetzt will Stindl da mal ran, aber den Stindl darf wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Wieso wir da jetzt nicht durchkommen? Klich. Alpha. Mein Gott, ich muss die Namen jetzt mal lesen, das nicht, wie das weggeht. Alpha zu Klich. Und Schläger viele Ballverbanden. Ja. Norbert macht das souverän. Der wird da gehalten. Das kann echt nicht wahr sein. Und da bringen wir doch mal den Einwurf. So kann man es nochmal machen. Also, der war geil, aber irgendwie bin ich nicht reingekommen. Jetzt. Müller im Kasten. Der ja nicht so eine berauschende Partie gezeigt hat. Gegen. Aber auch einer. Wie jetzt? Mit seinem kleinen Fehlerchen. Indem er den Ball durchgelaufen hat. Bei Kaiserslautern gegen Freiburg gespielt hat, oder? Nee, wer hat er gespielt? Ja, Freiburg. Ja, gegen Freiburg. Ich hab's mir, glaube ich, halbwegs angeguckt. Ist der Ball schön zwischen den Beinen durch gerollt. Auch wenn die Hände da waren. Ja, jedes Spiel kann man sich nicht einziehen, sorry. Oh, ja, wusste ich, dass es passiert. Das haben wir nicht. Diesmal bin ich weitergelaufen. Ja. Okay, so geht. Bring mal rein. Gibt's auch eine gelbe? Harry. Darf ich? Danke. So. Ne, kann ich schade. Kriegsteiner am Weg. Helfer, 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 Helfer. Hab ich. Jetzt Oskar Wendt. Mit dem Traumschuss. Mit dem Traumschuss. Nein, Müller hat ihn. War auch schlecht. In der Mitte war der. Schon mal besser gesehen. Der Feder. Nein, keiner Feder. Gut. Aber man fliegt nur grundlos einfach mal auf die Fresse. Man passt doch einfach. Wieso kann Boss musste eine Stunde vorher drücken, damit der passt, ne? Norbert und Wendt sind sich einig, dass jemand den Ball nehmen soll. Da hoch gefällt mir wieder heute. Topform, der Junge. Sehr schön, Hammer. Ah ja, richtig gut. Mittelmäßig gerade, wie es läuft. Den kann schlaudern. Oh, 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 der war gut, der war gut. Warte mal, ich muss mal rüberziehen. Sehr gut. Ah, oh, das war zu schnell. Da hätte es noch laufen müssen, sorry. Das sage aber, da muss noch laufen. Oh, das wird sich überraschen. Stimmt, wie weit wir drauf zwischen den Abtropfen waren, Alter. Der Treffer will Arme und Arm. Du könntest den auch dahinter schießen. Sah interessant aus. Nicht in die kurze Ecke. Sah schon mal interessant aus. Eigentlich war er eigentlich auch ein Torhüter, oder? Eigentlich. War er auch Torhüter. Fällig. Und sehr flach. Oh, Löwe. Der Löwe kommt aus dem Haus. Christen. Mit einem. Hä? So, als ob der den abfällt, ey. Kann wahr sein. Na, ich denke, muss ein bisschen besser, ein bisschen mehr tun. Ja, den haben wir nicht. Ich fasse es nicht. Kann nicht wahr sein. Oder? Marius. Du hast ganz souverän. Der Hut eigentlich auch. Jetzt hätte man einen schönen Fang. Ja, der war gut. Drehen wir uns mal mit Ramos. Jo, der war richtig nice. Ah, zu weit. Drehen wir uns nochmal. Einfach so mal.
Nimm den Ball in die Mitte, Ramos. Bist denn du für ein Analphabet im Fußball manchmal? Manchmal? Der war damals bei Hertha ein Torjäger. Da hat er jeden Tor nach anderen geschossen. Seitdem er bei Borussia war, ist er tote Hose. Junge, Dortmund Schalke 1-1, Bayern führt in Hannover, in München 1-0 gegen Hannover. Hertha BSC führt auch zu Hause gegen die Hamburger SV mit 1-0. Kannst du bitte mal richtig gucken? Mainz und VfL Wolfsburg. Bayern spielt nicht gegen Hannover. Spielen gegen Hoffenheim. Ach, ich habe Hannover, sorry. Meine ich ja. Ne, doch, Hoffenheim, nicht Hannover. Ah, naja, klingt alles leid. Ja, der Torschütze muss mal runter. Na, lieber bringt Raphael als Mutter. Mutter den ganzen in den Arsch treten, ne? Der sitzt dann nur im Prinzip auf der Bank. Na gut, ich hätte noch Dings bringen können. Weil, nur aus Sicherheit. Weihrauch hätte ich noch bringen können, aber nee. Weihrauch kommt noch. Den Jugendeinkauf von uns. Oh, du sollst eine Flanke machen, nicht eine Grätsche. Junge. Tor. Nö. Klar, das hat ihn. Carrius, Carrius, bist du nicht ganz sauber? Chill mal, steht hier da. Vor dir standen zwei Leute. Nimm mich mit. Ich wollte ihn auch auf die Seite. Hab den auch auf die Seite gelenkt, aber. Ja. Guck mal in der Mitte. Dahut. Dahut kriegt den. Dahut. Dahut. Hat einen Hut. Und Ramos. Der haut ihn rüber. Der haut ihn rüber, ne? Der ist Kopfball begabt. So steht es drin in seiner Beschreibung. Kopfball. Stark. Doch nicht sein Ernst. Wenn das Kopfball stark ist, dann weiß ich nicht, was Kopfball gefährlich ist. Oh! Das ist faul. Ganz gut. Ich habe nur noch vorgetanzt. Der Schiri sagt sich. Heimo. Alles super. Heimo? Ist das Heimo? Ja. Springt! Da gut, da gut, da gut, da gut. Ramos, jetzt muss mal ein Überläufer kommen hier. Die schlafen alle ein beim Loben, selbst Ramos bei Abstand, wenn er nicht lang gegeben will oder was weiß ich, was der fabriziert. Jetzt gibt er noch eine Flanke. Keiner weiß, was passieren soll. Und der ist aus für uns. Uiuiui. Na, so kriegen wir mal ganz schnell eine Ecke. So macht man sich ganz schnell ein Fieber mal eine Ecke. Und der geht rein. Oh, ne, Köpfen, Löwe. Und Arnold dreht nochmal steil rein. Da ist Ramos, der Kopfball stark ist und dabei den Ball von seiner Nase hat und immer noch nichts kann. Das ist peinlich. Müller liegt am Boden fast. Ja, und das war ganz leicht Moment wie abgeschrieben. Da muss ja sogar Arnold hinten mit aushelfen. Auf meinem gegen Kaiserslautern. Oh, 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 Schulze, wieder zu Abrabi oder wie, was das ist, und da Pischek. Da Pischek tut der Foul, tut der Flanke gebe, und das ist eine rote Karte. Das ist eine rote Karte. Oh, ne, ist gar nicht. Das ist, also ist gelb, okay. Das ist gelb. Wollte gerade sagen. Eigentlich ist es ja, auf gut Deutsch ist es eigentlich also. Könnte zumindest so eingestuft sein. Wir haben noch keine gelbe Karte. Wir haben das sicher. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich wusste jetzt nicht, wohin du willst, weil du auch immer stehen geblieben bist. Ja, bevor wir. Kleine Antwort. Oh, cool, wir kriegen den Ball. Ja. Und nicht schlecht. Dieser wechselt jetzt schon wieder automatisch. Ich kriege schon wieder die Krise mit dieser Wechseleinheit. Ich war zu spontan jetzt in dem Mann drin. Ey! Das kann auch immer Kaiserslautern rennen, oder was? Da haben sie jetzt die Sprinter gekauft. Ey, Luft! Auf! Ja, Mann! Mit deinem Arsch! Ja, wir machen hier irgendwie immer die Köpfe hier. Leute, wir führen nur mit 1-0, das ist gar nichts gegen Kaiserslautern, das ist gar nichts. Wir könnten hier schon sonst irgendwie hochführen und Ramos, mach jetzt was! Och, der grätscht noch richtig und Kinder geht ran, so nach dem Motto hier, oder? Karl, geh da weg jetzt erstmal. Na, no, falscher Mann. Ist das nicht ein Stürmer? Nee, Gauss ist eingewechselt. Auf! Ey, Christen.
immer diese Kopfball, die ich machen muss. Weil ich hab den gerade gedrückt und du hast gerade gesagt, du warst gerade drin. Dann kommt aber, wir sind nicht an. Du guckst ja an. Paul! Paul! Der pfeift ein Paul. Der Schiri ist okay. Herrlich, dieser Schiri. Ja, ja, ja! Na, das ist wieder schrecklich gewesen. Hey, komm her, Schätzchen. Der sah nice aus, der sah richtig nice aus. Oh, Raphael wurde mal gesehen. Raphael, Raphael, Raphael. Rafa, 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 Raphael. Ja, und Klich ist mal wieder geschissen. Oh. Ramon ist wirklich der schlechteste Stürmer auf der Welt, ne? Ich glaube schon. Der kann den Ball vor der Fresse kriegen, der kriegt ihn trotzdem nie ins Tor rein. Also jetzt geht's aber jetzt wird's eine Clinchy-Clinchy-Party, habe ich das Gefühl. Raphael. Ey, nichts, nichts macht unsere Mannschaft. Nichts. Das ist nur eine 1-0-Führung. Ja, wirklich nur eine 1-0. Keine 5-0. Guck's dir an. Guck's dir an. Jetzt mach ich den Einbau und du es an. Ist das bescheuert. Ja, faul. Faul. Ich muss so klappen. Nein, hier gibt's keinen. Nein, nein. Ramos will den Ball. Das darf sein. Die drehen sich noch so schlecht. Ich gewinne immer Kopfballduell. Sofort weiter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, Kaiser. Weihrauch für Ramos. Wir machen es übertreiben mal richtig. Nee, Johnson kommt für Arnold. So. Nee, sorry, wir haben keine Auswechselspieler mehr, sagt uns der Trainer. Und jetzt geht es nochmal. Oh mein, jetzt geht nochmal in die falsche Richtung. Könnt ihr nicht mal durch den Weg, weil ich schon fast sagen. Verläuft gerade Ramos. Ich bin Viking, Arnold. Jetzt. Ramos. Ramos. Ego-Shooter Ramos. Elfmeter. Weil das Ballbespiel ist. Das ist manchmal das Beispiel am Ende auf der Welt, oder? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht ihr wieder? Klich. Ey, das Spiel ist noch nicht vorbei, ne? Oh nein, Paul! Weg! Köpfe! Ne, der Köpfe nicht, das ist Ramos natürlich, der kann nicht köpfen, hab ich gerade vergessen. Jensen, nein! Aus! Ja! Pause! Pause, ganz ruhig bleiben, Jungs, ganz ruhig. Soll ich schon gedrückt? So, jetzt sind die neuen Leute drauf. Nein, das war der falsche. Rauf da, Jungs, rauf da. Wir wollen euch bluten sehen. Mensch, geht doch. Ey. Sorry. Sieht aber so also schön, wenn unsere eigenen Spieler. Sie gehen sich nicht weg. Ohne Patrick. Patrick. Heißt Patrick Weihrauch, oder? Ja. Naja, Chris, wir haben es mal halbwegs geschafft. Dortmund 2-2 gegen Schalke. Oh, kein Derby-Sieger. 3-0 Bayern, ist ja klar. Ja, Chris, du hast gesehen, Kaiserslautern spielt nicht schlecht, aber wir haben trotzdem gewonnen 1-0. Wir sind ein bisschen glücklich dabei. Europa League, Europa. Es leckt schon wieder. Ging zurück. Oh mein Gott, Lustenberger fällt 7 Tage aus, du Scheiße. Was machen wir jetzt? Jetzt ist Hertha aufgeschmissen. Jetzt erzählt ihn der Torjäger, die Nummer 1 ist es, die oder der Nummer 1. Da hätte nicht mehr die Nummer 1, das ist, Gott, ich kann gar nicht drüber nachdenken. Hilfe, ich muss hier gleich rein. So, aktuell ist auf Frank, den kriegen wir nochmal schnell. Danach geht's sofort weiter nach nach Leverkusen. Ja, das spackt mal wieder. Meine Freunde, bei diesem ganzen Spacken werden wir euch mal. Ja, spackt es wirklich. Und ja, bis dahin, meine lieben Freunde, vielleicht spackt es dann nächstes Mal nicht mehr so schlimm. Ciao. Tschüss.